Ja, Abelmir behindert euch auf alle Fälle und auch das Pferd von Ömer. Es liegt wohl gar nicht so sehr an deinen Reitkünsten, sondern vor allem daran, dass das Pferd sehr, sehr schnell schlapp macht und deutlich von Krankheit gezeichnet ist. Und während ihr in der Nacht verschwindet, schauen wir uns den Friedhof an. Genau, auf dem Friedhof hat Isarun schon ein bisschen Bammel bei der bevorstehenden Elementarbeschwörung. Das ist jetzt so gar nicht ihr Fachgebiet. Aber Lass sie uns wieder macht. umdrehen. Ja, 12 hier um. Ja, ich glaube, wir machen das am besten hier so mittig. Denke ich. Ihr glaubt, ihr denkt. Nicht Ich der bin Magierin widersprechen. Kampfmagierin, keine Elementaristin. Wir stehen auf heiligem Boden. Ihr seid euch besser sicher, was ihr tut. Dafür bin ich ja da. Ich werde es nach bestem Wissen und Gewissen machen. Gut, also dann lege ich mir alles bereit, die Geschenke, die ich dann später brauche, und bereite mich erst einmal auf die Beschwörung des Elementars vor. Dafür brauche ich eine Handvoll des Elements, aus dem ich den rufen möchte. Und da ich einen Humus-Elementar rufen möchte, suche ich mir jetzt eine Handvoll Erde. Der apathische Grab wäre. Wäre eine Blume nicht besser? Meines Wissens nach kann man auch Blumen verwenden. Ja. Frage ist halt, zählt Blume als reiner als Erde, oder? Also zumindest, so wie ich das verstanden habe, wenn es sich um seltene oder Blumen handelt oder Heilkräuter oder so etwas, dann ja. Genau, Heilpflanz gibt minus 1. Ich möchte mich umsehen. Gibt es Blumen? Ja, also du wirst ja auf alle Fälle ein paar Blumen finden, die dann Finde ich eine Rose? eine schwarze Rose. Ich bin dagegen. Ist das gut oder schlecht? Auf eine Bohrnadel? Das sollte gut sein. Ja, wenn ihr meint, euer Gnaden. Dann nehmen Eine wir also schwarze diese Rose Rose. repräsentiert Boron und Eier. Perfekt. Und nirgendwo Ja, möchte man und Eier mehr ehren als auf einem Boron. währenddessen sucht sich Isarun eben so ein bisschen Erde zusammen. Sie würde dann auch ein bisschen mehr zusammentragen, weil man mit mehr Element irgendwie es nicht so schwierig sein soll, einen Elementar zu beschwören. Ja, und dann wird sie sich in die Mitte stellen und mit der Beschwörung beginnen. Für Elementare müsste die Beschwörungsschwierigkeit minus 6. 4 plus 4, richtige Verwendung minus 2. Die Qualität bei Heilpflanzen ist minus 1. Zehnfache Menge ist minus 2. Wenn ihr Zeit lässt, minus 4. Also insgesamt minus 5 hast du dann auf die Das klingt Beschwörung. doch nicht so schlecht. Genau, also etwa 10 Unzen brauchst du für einen Elementargeist. Das wäre dann eine plus 4. Und mit der zehnfachen Menge, die du auf alle Fälle zusammenbekommst, kriegst du dann eine plus 2. Ja, dann eben mit Zeit lassen und so weiter, das, was Abel mir eben zusammengeschrieben hat, kannst du dann mal deine Probe würfeln. Genau, Gewandung habe ich ja auch noch. Müsste bei der Beschwörungsprobe auch noch zum Tragen kommen. Müsste Zwei minus Punkte 2. sein. Wie Also bist du sind bei wir mir? bei minus 7. Minus 5 Weiße bist du. Beschwörungsrobe und Barfuß gibt minus 1 und minus 1. Minus 5 bist du dann. Ach so, die hattest du schon, perfekt. Genau, du hast keine Begabung, du hast keine Merkmalskenntnis, Du hast keine in letzter Zeit Affinität, keine Wutmagie ausgeübt und keine Dämonenpakte geschlossen. keine verhüllte Aura, keine schwache Ausstrahlung und kein Stigma. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles, was für die Beschwörungsprobe an sich wichtig ist, abgehakt. Dann würde ich jetzt mal schauen. Isarun konzentriert sich also und spricht dann die Zauberformel Minister Elementi Ja, du malst ein Hexagramm in deinen Gedanken auf den Boden des Friedhofes und wartest, konzentrierst dich,
hast vor deinem geistigen Augen auch vielleicht ein paar Kerzen aufgestellt und stimmst dich so ein bisschen ein, schaust nach oben in den Himmel, in die Sterne, die du zwar nicht sehen kannst, aber die dort oben irgendwo sein müssen, und konzentrierst dich, um die Sphären zu zerreißen oder um, besser gesagt, um sie zu zerteilen, um sie sacht beiseite zu schieben, um Einlass zu schaffen, ein kleines Tor, was du aufstößt. Du kannst noch wabernden grauen Limbusnebel sehen. Dann ist er wieder weg. Hat irgendwas nicht funktioniert? Du wartest. 10 Minuten lang herrscht Stille. Bist dir nicht ganz sicher, ob es geklappt hat. Langsam fange ich auch ein bisschen an zu zittern. Es ist echt kalt hier, barfuß auf dem Bohrer. Der Regen tropft an dir herunter durch deine kurz geschorenen Haare, die jetzt nach und nach wieder etwas wachsen. Und die anderen werden auch sichtbar unruhig. Carino, kannst du noch was? Kannst du eine Bewegung erkennen aus deinem Augenwinkel? Irgendjemand stand wohl auf den Hügeln. Ich wende mal meinen Blick dorthin. In den Schatten kannst du eine Kontur erkennen. Irgendjemand steht da, ein Tier. Aus dem ersten Moment würdest du denken, kein Reh, sondern sogar ein Hirsch, der jetzt langsam die Hügel heruntergeht und auch weiter auf dich zukommt. Jetzt passiert das. Ganz ruhig, Jaran. Isarun starrt wie gebannt auf den Hirsch und, Elementar hat sie noch nie gesehen. Du siehst wohl, dass ein eigenes Leuchten von ihm ausgeht. Und je näher er kommt, desto mehr fluoresziert er, schimmert ein bisschen grünlich. Und dann erschrickst du dich. Er sieht verwest aus. Ein Hirsch von Verfall und Ende. Seine Haut oder sein Fell besteht aus grünlich glänzendem Moos und er starrt dich an mit fast einer schnabelähnlichen Schnauze, die er dir zuwendet. Bleibt vor dir stehen. Ich habe dich gerufen. Er scharrt ein bisschen mit seinen Hufen in der Graberde. Ich werfe mal einen unsicheren Blick zu Kiaras und Jalan. Magistra. Du kannst sehen, wie auf seinem morschen Körper sich ein neues Leben tummelt. Ein paar Käfer, ein paar Insekten, die darauf herumspringen und sich durch das Moos wühlen. Dann gehe ich langsam in die Knie und hebe die Heilkräuter auf, die ich mir bereitgelegt hatte, und biete sie dem Hirsch an. Die Kontrollprobe. Warte mal. Eigentlich erst die Bitte oder der Befehl, je nachdem, was man macht, und dann kommt die Kontrollprobe, weil die Kontrollprobe kann dadurch beeinflusst sein, was man will. Das stimmt wohl. Dann bitte ihn. Ich bitte dich, dass du die sterblichen Überreste hier auf diesem Boron-Anger in fruchtbare Erde verwandelst. Dann ist das eine Bitte, die dem Element irgendwie entspricht, also Humus in Humus umwandeln, und du bietest ihm ein Geschenk an. Dann schauen wir uns doch mal bitte die Kontrollprobe an. Du hast natürlich Geschenke eines gefälligen Elements gewählt von einiger Reinheit, also es ist konzentriert, es sind Heilpflanzen, es gibt eine -2. Irgendwelche anderen Modifikationen? Die Grundschwierigkeit +2 gibt 0. Dann die ZFP. Bei 8 ZFP könnte sie 3 Punkte noch rausholen. Also wäre sie bei -3 Erleichterung auf ihren Kontrollwert. Der Dienst selbst ist egal, der gibt nicht nochmal Erschwernis. Es kommt auf den Dienst an. Gesinnung des Befehls. Das ist jetzt eine Frage, die Frosty entscheiden muss. Die könnte positiv bewertet werden. Würfel einfach mal deine Charisma-Probe. Beziehungsweise ich muss ja diesen Kontrollwert ausrechnen. Genau. Ergibt sich aus. Genau, der ist bei mir bei 12,4. Also 12. Genau. So, und wir hatten -3 gesagt. Bis zum Beispiel. Ja, komm, mit Chip geht das. Mhm.
Ja, du hältst die Heilpflanzen, die Kräuter ihm entgegen, es entgegen, und er frisst davon. Nimmt sie in sich auf und du kannst sehen, wie wohl auf dem, ja, auf der Oberfläche, auf der Haut, auf dem Moos einige weitere Pflanzen und auch Heilkräuter erblühen und nach draußen sprießen. Die Augen sind allerdings seltsam tot und erinnern dich wirklich nicht an ein, naja, an einen Hirsch, sondern sie funkeln und glänzen fast wie bei einem Raben. Du kannst geschlitzte Augen erkennen. Es wirkt sehr unheimlich. Und dann versinkt er mit seinen Hufen in der Erde und ja, du siehst, wie er dann vor dir ja ein Gang nach unten geht und im Boronacker versinkt. Puh. Das war aufregender als gedacht. Definitiv. Was war das? Es scheint ein Diener Borons. Diener Borons sind für gewöhnlich nicht verwest. Eigentlich ist es nun kein Diener Borons, sondern ein Geschöpf der Erde selbst, so wie ich das verstanden habe. Aber das dadurch, dass es hier gerufen wurde, hat das wohl diese Gestalt angenommen. Sah das aus wie Fleisch und Knochen oder wirklich wie Rinde und Erde? Ja, von Fleisch hast du gar nichts gesehen. Das war kein Kadaver, er sah nur so aus. Und die meisten Kadaver sehen so aus wie Kadaver. Nun, ich habe zumindest eher Käfer und Borke gesehen. Gruselig und ja, er hätte vielleicht eine bessere Form wählen können, aber... Ja, ihr könnt neben euch sehen, wie eins der Boronräder gerade umfällt und ja, Steinern in den Boden fällt. Oh, das gefällt mir nicht. Gehört das noch zum Plan? Ich denke schon. Und noch eins. Das Gräber, die sacken ja ein. Irgendwie fühle ich mich schmutzig. Seltsame magische Gestalten damit beauftragen, einen Friedhof zu entweihen. Das solltet ihr auch. Das sollten wir alle wollen. Wenn du dich umdrehst, Isarun, ja, kannst du erkennen, wie auf dem gespaltenen Baum da, wo ja noch vor wenigen Augenblicken der Tote hing, den Jalan heruntergeschnitten hat, jetzt zwei Raben sitzen, die dich ansehen. Jeweils einer auf dem linken und auf dem rechten Ast. Ich sinke auf die Knie und bete still zu Boron. Bitte ihn um Vergebung. Ich schlage ein Boronrad. Ich schüttel mit dem Kopf. Ja, derweil seid ihr von Kälte geschüttelt und es fröstelt euch dann doch sehr stark, gerade weil ihr eben auch noch krank seid und ja, so langsam wird es wirklich unangenehm. Ihr bekommt aufgrund der Kälte einen weiteren Schadenspunkt. Kommt, gehen wir ins Warme und sehen wir morgen früh, was aus dem allen geworden ist. Ja, ich sammle dann also meine Sachen zusammen und mit einem letzten Blick über die Schulter folge ich meinen Gefährten. Wie hoch stehen unsere Chancen auf ein warmes Bad jetzt, da die Taverne nicht mehr in Betrieb ist? Ich bin kein Mathematiker, aber ich schätze mal 0. Ja, auch zu schön. Ich fühle mich, als ob ich niemals wieder Wärme spüren kann. Ich lege einen Arm um deine Schultern. Nun, das geht vorüber. Möglicherweise werden wir alle eines Tages die Wärme eines Scheiterhaufens zu spüren bekommen, wenn wir so weitermachen. Wenigstens seid ihr optimistisch. Hoffen wir, dass es das wert war. Bald werden wir es wissen. Und nun, egal was daraus wird, gehen wir sicher, wir werden bald einen Boron-Tempel aufsuchen und ein wenig beten. Beten wir wohl zuerst einmal für unsere drei Kameraden auf der Straße. Wir werden es wohl hier brauchen.
Hoffentlich kommen sie heil an bei diesem Wetter. Hoffentlich verreiten sie sich nicht. Arvis wache über ihren Weg. Ja, und während ihr mit schlotternden Gliedern zurück nach Talf kehrt und euch dort dann ja die aufgeschlossene Taverne vermutlich anseht, oder wie macht ihr das? Haben wir noch Verpflegung dabei? Oder ist die auch alle schlecht geworden? Also wenig. Es gibt wirklich dann nur noch das, was haltbar gemacht worden ist. Gepökelten Speck, irgendwas Eingekochtes und sämtliches an Brot ist tatsächlich schlecht geworden. Irgendwelche Obstsachen, die ihr dabei hattet, all das ist eben kaputt gegangen. Und ich schätze, wenn wir heute noch was Nahrhaftes zwischen die Zähne bekommen wollen, müssen wir uns mal in der Taverne umsehen. Ja, wo steckt denn dieser Büttel? Können wir den irgendwo noch finden? Ja, schauen wir also, doch erstmal, ob sie noch offen ist. Ihr könnt dann in die Taverne gehen, Gyaras kann dann nochmal 2 Minuten verschwinden und den Büttel herbeirufen und ja, die anderen können dann erkennen, wie da wohl Ömer und Rafim geplündert haben und da nicht wirklich viel, also sie haben klar schon was zurückgelassen, aber sie haben da auf alle Fälle sehr viel Chaos zusätzlich angerichtet. Zudem, dass da noch ein paar Gläser zu Bruch gegangen sind, einige Stühle sind die Beine abgetreten. Und ihr könnt dann auch 2, 3 Blutflecke erkennen, die sich dann auf dem dunklen Holz abgebildet haben. Also die Taverne ist auf alle Fälle sehr verunstaltet. Ja, dann steht Gyaras wieder in der Tür, gemeinsam mit dem Büttel. Sag, guter Mann, können wir hier drin unterkommen oder sollen wir lieber woanders nächtigen? Wir werden wohl im Ronra-Tempel nächtigen. Das hier ist ja kein Zustand. Naja, es ist, glaube ich, schon ganz schön kalt. Ich meine, wenn ihr irgendwie nach oben gehen wollt, dann werdet ihr sicherlich auch irgendwie Betten finden, aber ich will da nichts gesagt haben. Immerhin seid ihr inquisitorial oder sowas, ne? Könnt halt machen, was ihr wollt. Oh, aber es ist doch besser, wenn wir euch zunächst fragen. Ihr kennt dieses Dorf weit besser als wir. Also, ich hätte ja Angst, dass hier Geister hausen. Immerhin sind hier Leute gestorben. Ja, Karinor, ihr sollt vielleicht Sorge tragen, keine Geister zu beunruhigen. Ein sehr gutes Argument. Der Rondra-Tempel, sagt ihr? Ja, der ist ja genau die Straße gegenüber. Könnt ihr euch meinetwegen auch Decken oder sowas mitnehmen? Ist ja nicht mal meine Taverne. Muss ich dann die Gräfin oder die Fräulein Baronin ansehen, wenn sie dann kommt? Gut, vielen Dank. Dann kommen wir dort fürs Erste unter. Und währenddessen reiten Rafim, Ömer und Abelmir vollkommen durchnässt in Brunfdorf ein. Auch ihr bekommt einen weiteren Schadenspunkt durch die Kälte. Ja, vor euch, ihr könnt noch sehen, wie da wohl ein Nachtwächter herumgeht. Es ist mittlerweile späte Nacht. Und ja, er fragt dann auch erst einmal, Halt! Woher kommt ihr? Wer seid ihr? Lichtfernes Gesindel! Aus Talf, von der Inquisition. Doch, die Inquisition. Dann kommt heran. Ich würde mal direkt neben dem Mann anhalten. Ihr besitzt dieses Dorf Reitpferde. Reitpferde, mein Herr. Ja. Ich glaube 2 oder 3. Ein paar Ackergäule. Ich schaue mir mal mein Pferd an. Wie fertig ist das? Also, ist das fertig mit der Welt? Fällt das gleich tot um? Ja, die Pferde sind fertig. Die Pferde sind komplett durch. Das liegt nicht so daran, dass ihr, sie jetzt einmal im Galopp benutzt habt, sondern vor allem daran, dass sie von Krankheit geschüttelt sind. Vor allem Ömers hat mehr und mehr Haare verloren. Wenn Gyaras jetzt hier wäre, Gyaras würde jetzt seine Hände vor die Augen und vor den Mund schlagen. Das Pferd von Ömer wird wohl demnächst sterben. Das kannst du auch auf alle Fälle erkennen. Da braucht man kein Heilkundler sein. Das Pferd ist vollkommen fertig. Besorgt mir die 3 Pferde. Wir werden diese hier lassen. Wir müssen weiterreiten. Jawohl, mein Herr. Einen Moment, ich gehe mal kurz zu der Scheune. Ja, damit rennt er dann, ohne sich noch sowas wie einen Ausweis zeigen zu lassen, eure Schreiben, die dann eingeschlagen sind, rennt er dann zu einer Scheune,
hämmert dann gegen, wird dann daneben zum Bauernhaus gehen und klopft dann da gegen die Tür. Kommt dann ein Mann in Schlafgewand raus und lässt sich das kurz erklären, geht dann aber auch ohne Umstände direkt dann zu seiner Scheune, wird die dann von innen in Riegeln und ihr könnt dann dort zwei Pferde vorfinden. Zwei Reitpferde, beziehungsweise ja, Ackergäule, die dann nicht wirklich für den Sprint ausgelegt sind, aber naja, gute Wahrung, die können irgendwie alles, aber nichts richtig. Rafim, das ist doch wichtig, dass ich jetzt mal ein neues Pferd habe. Das Pferd hier, das soll doch jetzt die letzten... Dein Pferd müssen wir auf jeden Fall austauschen. Ja. Welches Pferd halte ich noch für reitfähiger? Das von mir oder das von Abel mir? Das ist eine Abrechtenprobe. Oder Tier, Tierkunde, kannst auch Heilkunde, Krankheiten würfeln. Da kannst du mir gerne was anbieten. Ich könnte dir maximal Reiten anbieten. Reiten will ich nicht haben. Dann vielleicht Fleischer. Also es sind Fleischer, kannst du mir Fleischer. Könnt ihr sich mal anschauen und unterstützt ein bisschen Rafim und sagt, komm, ich habe ein bisschen Ahnung von Tieren, ich schau mal. Ja, Rafims Pferd leidet wohl am meisten. Das liegt einfach daran, dass Rafim sehr viel schwerer ist als Abelmir. Aber auch Abelmir wird in der nächsten Ortschaft auch ein neues Pferd brauchen. Rafim, wir beide sollten tauschen. Meins ist durch die Krankheit schwer belastet und deins durch das ganze Gewicht, was du mit dir rumschleppst an Alkohol. Genau, ich bin ja ein schmaler junger Mann. Das hast du genau ausgerückt. Rafim haut sich einmal auf die dicke Plauze. Ja, ja, ich bin schon schmal geworden hier. Ich würde dann warten, bis der Bauer die Pferde entweder selber besattelt hat oder mein Sattel. Obwohl, nee, ich mach da meinen Sattel. Nee, wir machen da unser Sattel zu unser Zaun zu. Genau. Ja, ich klopfe dem Mann einmal auf die Schulter. Die Inquisition dankt euch. Die beiden Pferde hier könnt ihr behalten. Ihr solltet sie absondern von den anderen Pferden. Sie sind sehr geschwächt. Ja, ich wollte gerade sagen, also die würde ich nicht mal in die Wurst hauen. Ja, mir eigentlich egal, was sie damit macht. Ehrlich gesagt. Könnt ihr mir noch einen Brei auslegen oder sowas mitgeben? Wofür haltet ihr denn die Inquisition? Wir müssen schnell weiterreiten. Wichtige Geschäfte, inquisitorische Geschäfte. Nicht einmal einen kleinen Brei auslegen, mein Herr. Wir sind keine Geweihten, wir sind von der Inquisition. Brios lächelt auf euch hinab, da könnt ihr euch sicher sein. Danke, mein Herr. Danke. In den nächsten Tagen oder wahrscheinlich morgen kommt ein großer Ritter. Ihr werdet ihn erkennen. Fragt ihn nach einem Segen. Er ist von den Herrschaften der Bandstrahler. Er wird euch bestimmt helfen können. Danke. Könnt ihr auch in die Zukunft sehen? Nein, wir hatten es eilig. Er ist ein Bekannter von uns. Jarlan Greifenmund ist sein Name. Den Namen werde ich mir merken. Sagt ihm, dass wir durchgekommen sind. Jawohl. Dann viel Erfolg auf eurer Reise. Aber sprecht ihn nicht auf seinen dicken Bauch an. Das mag er gar nicht gerne. Das habe ich nicht vor, mein Herr. Gut, egal, ich wollte es nur mal erwähnen. Ja, da werdet ihr überrascht sein, glaubt mir. So, aber jetzt müssen wir weiter. Ja, so wird es dann eben auch ähnlich ablaufen im Markt Heidengrund, wo dann Abel mir ein weiteres Pferd erstehen kann und so könnt ihr weiter durch die Nacht reiten. Bis unterwegs. Also das mit dieses mit dem Pferdebeschlagnahmen finde ich ja total super, Raffi. Ich auch. Das macht es alles viel einfacher. Da brauchen wir ja gar nicht mehr so Fragen stellen und so. Gut, schauen wir mal nach, wie viele Meilen das sind bis nach Galles. Das sind 22 Meilen. Ich gebe euch nochmal 3 weitere Schadenspunkte, bis ihr dann ja irgendwann morgens, also nach Mitternacht, irgendwann in Galles eintrefft. Was machen in der Zeit die anderen? Irgendwas noch in Tal vor? Wollt ihr euch einen eigenen Zuber warm machen? Oder wie möchtet ihr ja einfach nur umziehen in den Rundra-Tempel? Im Rundra-Tempel wird erstmal ein schönes Feuerchen angemacht. Ja, richtig schön. Ein paar Kohlen da gelassen. Und dann wird sich mit dem Schwert in der Hand warm gehalten. Das finde ich gut, dann komme ich auf andere Gedanken. Können wir den Zuber rüberschleppen? Wir werden nicht den Rundra-Tempel in ein Badehaus verwandeln, Karinor. So viel Respekt muss doch sein. Gibt es in einem Anfall keine Waschlappen? Doch, aber die nimmt man da Granten. Nun, wir können Waschlappen benutzen, aber ich denke nicht, dass das hilft, die Kälte aus den Knochen rauszutreiben. Dann nimmt doch ein Säbel in die Hand und stellt euch auf. Los! Habt ihr mein Rapier gerade einen Säbel genannt? Ja, besser als ein Zahnstocher.
Ihr Isarun seid sehr glücklich davon gekommen im Turnier. Also gut. En garde. So könnt ihr euch in dem kleinen Tempel noch mit dem Kampfe aufhalten, ein bisschen trocknen, wenn das denn möglich ist, und dann euch in die Pferdedecken hüllen. Ja, so könnt ihr die Nacht hier sehr ungemütlich schlafen. Und auch ihr bekommt noch einmal, wenn ihr euch mit der Salbe einreibt, einen weiteren Schadenspunkt über die Nacht. Währenddessen reiten die anderen über die Bärenfahnebene vor Galles. Ihr könnt die Berge sehen, die fernen Berge der Schwarzen Sichel, die gerundet aus tiefen und unwegsamen Wäldern aufragen und die Grenze der freien Lande bilden. Wolkenberge verdunkeln sich in den Berghöhen und ferne Blitze, Regenschleier scheinen wie eine entfernte Wolkenschlacht. Wenn ihr dann den großen Athema-Berg seht, könnt ihr vor euch irgendwo im Süden, im Südosten eine weitere Gewitterfront entdecken, die purpurn blitzt.